Zu Ehren unseres Herrn und Erlösers Jesu Christi und seiner heiligsten Gebärerin, der ewigen Jungfrau Maria und des heilbringenden Holzes, des verehrungswürdigen und lebendig machenden Kreuzes, unter dem besonderen Schutz des heiligen Erzengels Michael und der ganzen himmlischen Herrscher. Mit diesen Worten weihte Bischof Bernward von Hildesheim im Jahre 1022 die Michaeliskirche. Herzlich willkommen hier in unserer Kirche. Ich möchte Sie heute einladen zu einem Rundgang durch Zeit und Raum an verschiedenen Orten unserer Kirche, Ihnen ein Bild machen von der tausendjährigen Geschichte, von den Zusammenhängen, von dem, woraus auch heute noch diese Kirche lebt. Es gibt heute nur noch wenig sichtbare Zeugnisse dafür, dass St. Michaelis ursprünglich als benediktinische Klosterkirche geplant und gebaut wurde. Bischof Bernward hat hier an der Kirche einen Konvent angesiedelt mit Mönchen. Die ersten kamen aus St. Pantaleon in Köln, ein Reformkloster, das also mit auf dem Weg war, die Regeln der Benediktiner wieder strenger einzuhalten. Diese Mönche wurden in den Klostergebäuden, die sich im Norden an die Kirche angeschlossen haben, untergebracht. Heute steht hiervon nur noch historisch ein Teil des Westflügels des Kreuzganges aus dem 12. Jahrhundert. Alle anderen Gebäude, Kreuzgangflügel und weiteres sind in den Bombardierungen des Zweiten Weltkrieges untergegangen. Bischof Bernward verband mit der Ansiedlung dieses Mönchskonvents die Vorstellung des ewigen fürbittenden Gebetes für ihn. Eine Vorstellung, die wir immer wieder finden, gerade bei Bischöfen in der damaligen Zeit, die gerne sich dieses Gebetes sicher sein wollten und deswegen Mönche an ihren Domkirchen oder im Bereich wie hier an der Michaeliskirche angesiedelt haben. Der Mönchskonvent hat über Jahrhunderte Bestand gehabt und man muss sich vorstellen, dass die Michaeliskirche wirklich gesättigt ist von diesen Gebeten der Mönche. Mit Einführung der Reformation 1583 wurde die Kirche den Mönchen weggenommen. Sie durften nur noch bestimmte Bereiche, etwa den hohen Chor der Kirche, benutzen. Alles andere wurde evangelisch. Die Krypta wurde abgemauert, auch sie blieb weiterhin katholisch und ist bis zum heutigen Tage katholisch geblieben. Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren Krypta und Kirche hermetisch voneinander getrennt. Erst mit Aufkommen und Fortschreiten der Ökumene hier in Hildesheim war es dann möglich, beide Baukörper wieder, so wie Bernward es eigentlich auch geplant hatte, beide Baukörper wieder zusammenzuführen. Im südwestlichen Querhaus erschließt sich in Umrissen die Geschichte unserer Kirche. Hier findet sich der Grundstein aus dem Jahr 1010. Er wurde bei Bauarbeiten an der Kirche im Jahr 1908 entdeckt und ist jetzt hier in die Mauer der Kirche eingelassen. Dieser Grundstein trägt in römischen Ziffern, die M und X, die Jahreszahl 1010. Wahrscheinlich gab es mehr als einen Grundstein, eventuell 12 Grundsteine, denn der jetzt aufgefundene Grundstein trägt den Namen Matthäus und Benjamin, einen der 12 Apostel und einen der 12 Stämme Israels. Die Geschichte der Kirche ist dann sehr wechselvoll. Das erschließt sich dem heutigen Betrachter und dem heutigen Besucher unserer Kirche kaum. Im 19. Jahrhundert wurde sie als Kirche geschlossen, das Zeitalter der Säkularisation. Ein Heu- und Strohlager wurde hier eingerichtet. Dann folgte eine Heil- und Pflegeanstalt, die in die Klosterräumlichkeiten einzog. Man hat dann schlicht und einfach die Nordwand der Kirche eingerissen im Seitenschiff, hat die Kirche somit zum Innenhof geöffnet, sodass die Kranken, die Patienten den Innenhof und die Kirche nutzen konnten. Für ihre
Ertüchtigung und für die Freizeitgestaltung hat man dann hier in der Kirche unter anderem eine Kegelbahn eingerichtet. Der Michaeliskirche drohte dann fast der Abriss und es ist wichtigen Hildesheimer Bürgern zu verdanken, dass es zu einem Umdenken kam. Man hat dann in mehreren Anläufen in der Mitte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts diese Kirche wieder instand gesetzt und die evangelische Gemeinde ist wieder hier eingezogen. Die wohl gravierendste Zerstörung hat die Kirche dann im Zweiten Weltkrieg erfahren. Am 22. März 1945 wurde der ganze Innenstadtbereich von Hildesheim in Schutt und Asche gelegt. Die Kirche wurde dann sehr schnell wieder aufgebaut. Die Hildesheimer Bürger, die Hildesheimer Michaelisgemeinde haben hier viel Hand angelegt, die Kirche entrümpelt, von Trümmern befreit und dann den Wiederaufbau begonnen. Dabei kam es zu einer besonderen Geschichte. Der hiesige Pastor hatte einen Bruder, der in den USA Geschäftsmann war und dessen Geschäftsfreund, ein amerikanischer Jude, hat Gelder gesammelt für den Wiederaufbau der Michaeliskirche. Eine besondere Zusammenarbeit, ein besonderes Zeichen der Versöhnung so kurz nach dem Holocaust, dass ein jüdischer Mensch hier für diese Kirche Gelder sammelt und Care-Pakete auf den Weg gebracht hat. Wir versuchen als Gemeinde, das bis heute wachzuhalten und unseren Besuchern auch davon zu erzählen. Der hohe Chor hier im Westen der Kirche war über Jahrhunderte der Ort des Chorgebetes der Benediktinermönche. Sie versammelten sich hier zu ihren Stundengebeten und haben einmal in der Woche den gesamten Psalter durchgebetet, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Heute nutzen wir als evangelische Kirche den hohen Chor für unseren Frühgottesdienst. Wir sind hier direkt über der historischen Grablage von Bischof Bernward. Bernward hat diese Kirche, St. Michaelis, als seine Grabkirche geplant von Anfang an, ist hier auch bestattet worden im November 1022 nach seinem Tod. Hier im Hohen Chor ist seit 2008 die jüngere Grabplatte Bernwards aus dem 14. Jahrhundert aufgestellt. Sie zeigt einen jugendlichen Bischof im Alter etwa des Erlösers bei seiner Kreuzigung, so wie es in der damaligen Zeit so oft geschehen ist. Und dieser Bischof trägt seine eigene Kirche, die Michaeliskirche, im Arm. Das Modell aus dem 14. Jahrhundert hier an dieser Grabplatte ist so genau, dass sie bei der Rekonstruktion nach den Kriegsschäden eine große Rolle gespielt hat. Weiter finden wir hier im Hohen Chor einen Marienaltar, um 1520 entstanden. Er zeigt in der Mitte Maria, dazu Heiligengestalten und den Abschluss des Chores bilden die Chorfenster aus dem Jahr 1965 von einem französischen Künstler, der hier verschiedene Engeldarstellungen zeigt. In der Mitte den heiligen Erzengel Michael, drumherum unter anderem den Engel Gabriel, der Jungfrau Maria, die Geburt des Kindes verkündigt. Übrigens eine Maria mit einem kurzen Rock, eine besondere Darstellung und ein kleines augenzwinkerndes Detail in diesem Fenster. Dazu die Vision des Jesaja, der den Engel vom Himmel herabstürzen sieht und weitere Engeldarstellungen. In diesem Westchorhaupt unterhalb des jetzigen Engelfensters mit Michael befindet sich noch heute außerhalb der Kirche, von hier nicht sichtbar, der Altar des Erzengels. Dort im Westen vermutete man, das Böse aus dem Westen kommt. Und Michael war in besonderer Weise derjenige, der dem Bösen widerstanden hat und das Böse abgewehrt hat.
Die jetzige Orgel in der Michaeliskirche stammt aus dem Jahr 1999. Die Orgelgeschichte hier an der Kirche ist älter natürlich. Im 11. Jahrhundert zu Beginn gab es hier noch keine Orgel. Dann gab es im frühen Mittelalter eine Schwalbennestorgel im Mittelschiff. Nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau hat man in den 50er Jahren eine Orgel gebaut, die an einer Wand unweit des jetzigen Standorts angebracht war. Man hat fast 10 Jahre über den neuen Standort und die neue Gestaltung der Orgel nachgedacht, bis dann der Orgelbauer Wöhl aus Marburg hier den Auftrag bekam. Er hat sich, so wird erzählt, hier in der Kirche einschließen lassen. Man hatte verschiedene Standorte diskutiert, war sich nicht einig geworden und ist dann mit dem Entwurf zum Kirchenvorstand gekommen, der jetzt auch ausgeführt wurde. Das Besondere der Orgel, wie Wöhl sie geplant hat, ist, dass sie aus der Mittelachse der Kirche herausgerückt ist und um 45 Grad verdreht. Sie steht auf einem quadratischen Grundriss und ist in die Kirche hineingedreht, sodass sie sowohl den hohen Chor, wo wir unseren Frühgottesdienst feiern, wie auch die Kirche selber in wirklich schöner, guter Weise beschallen kann. Die Orgel umfasst 4.500 Pfeifen in 62 Registern und sie ist so konzipiert, dass sowohl die Literatur des Barock, Johann Sebastian Bach und Zeitgenossen, wie auch neuere Literatur, die französische Orgelromantik und auch zeitgenössische Werke hier zur Aufführung gebracht werden können. Das wertvollste Kunstwerk in der Michaeliskirche ist nicht auf den ersten Blick zu sehen. Damit unsere Besucher sich nicht den Nacken verrenken müssen, gibt es im Mittelschiff diesen Spiegelwagen. Mithilfe des Spiegelwagens lässt sich in aller Ruhe das große Deckengemälde betrachten. Es überspannt in einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern das Mittelschiff der Michaeliskirche. Entstanden ist es um das Jahr 1225 herum und es ist das Kunstwerk, das in besonderer Weise dazu beigetragen hat, dass die Michaeliskirche seit 1985 zum Weltkulturerbe der UNESCO gezählt wird. Das Deckengemälde zeigt die Wurzel Jesse. Ein Bild, das ein sprachliches Bild, das aus dem Propheten Jesaja stammt und sich wiederfindet, zum Beispiel in unserem Weihnachtslied, es ist ein Ros entsprungen. Es geht um den Stammbaum Jesu. Dieser Stammbaum ist bei uns in der St. Michaeliskirche so ausgearbeitet, dass er direkt vom Paradies, von den ersten Menschenkindern Adam und Eva, bis hin zum Menschensohn, zum Christus im Weltgericht reicht. Also die gesamte Menschheitsgeschichte in biblischer Sicht umfasst. In der Mittelachse findet sich zunächst die Paradiesszene. Außer Adam und Eva finden wir hier in den beiden rechts und links stehenden Paradiesbäumen auf der einen Seite schon den segnenden Christus und auf der anderen Seite Köpfe der Erlösten. Also auch hier ist schon die Vollendung, das Ende dieser Geschichte Gottes mit seinen Menschen zu sehen. Dem folgen dann Gestalten der biblischen Könige aus dem Alten Testament, angeführt von David und Salomo, gefolgt von Hiskia und Josia. Übrigens sind diese biblischen Könige dargestellt im Ornat eines Kaisers der damaligen Zeit. Dem folgt dann Maria und im letzten Bild, wie schon gesagt, der Weltenrichter. Insgesamt sind es aber über 90 Darstellungen in dieser Decke. Sie finden Propheten, Sie finden Psalmensänger, weitere Gestalten, die Symbole der vier Evangelisten, Paradiesflüsse und etliches mehr. Die Decke ist auf etwa 1300 Eichenbalken gemalt. Und dieser Aufbau auf verschiedenen Eichenbalken hat es möglich gemacht, dass sie vor dem verheerenden Bombenangriff auf Hildesheim ausgelagert werden konnte. Sie hätte sonst die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges nicht überstanden. Es ist immer wieder so, dass zum Beispiel Schulklassen hier in die Kirche hineinströmen
und die Kinder dann hinaufschauen in die Decke und atemlos davor stehen und eigentlich nur noch wow sagen. Die Michaeliskirche ist doppelchörig angelegt. Im Westen der hohe Chor, der ehemalige Mönchschor. Und hier im Osten die Mittelapsis, in der das bisher jüngste Kunstwerk in der Michaeliskirche steht, das Kruzifix von Thomas Duttenhöfer. Er hat es im Jahr 2008 gestaltet. Von ihm stammen auch der Altar, Kanzel und Lesepult und der Taufbaum in unserer Kirche. Mit seinem Kruzifix, das in der Verlängerung der Bilderdecke steht und womit also der Weltenrichter in der Bilderdecke noch einmal verbunden ist mit dem Gekreuzigten, mit der Gestaltung seines Kruzifixes hat Thomas Duttenhöfer ein altes christliches Bildmotiv aufgenommen, den Schmerzensmann. Mit Bezugnahme auf Texte aus dem Alten Testament über den Gottesknecht aus dem Prophet Jesaja. Dort heißt es: Wir hielten ihn für den Allerverachtetsten, er hatte keine Gestalt und keine Schönheit, und wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen ist. Doch er trug unsere Schmerzen und er lud auf sich unsere Schuld. Die frühe christliche Gemeinde schon hat diese Texte auf den Christus gedeutet, und Thomas Duttenhöfer nimmt das auf in seiner Christusgestalt hier in der Michaeliskirche. Dieses Kruzifix braucht den zweiten und dritten Blick. Wir haben viele Besucher, die auf den ersten Blick zunächst einmal eher abgeschreckt reagieren. Aber gerade die Älteren in unserer Gemeinde, die nun eine längere Zeit schon mit diesem Kruzifix leben, haben erlebt, dass sie eine Beziehung aufbauen können, dass diese Aussage für ihr eigenes Leben gültig ist. Und dass die Gestalt von Thomas Duttenhöfer Ihnen das vermitteln kann. Zu den besonders beeindruckenden architektonischen Gestaltungen der Michaeliskirche gehören die Emporenanlagen, die jeweils die Abschlüsse bilden in den Querhäusern der Kirche. Sie lassen sich im Osten besonders gut erleben. Es sind zweigeschossige Emporen. Hier spielt wieder die Zahl 9 eine Rolle, denn diese Emporenanlage wird von 9 Säulen getragen. Auf den Emporen befanden sich ursprünglich Altarstellen, die den Engelchören geweiht waren. 8 solche Emporen, 8 verschiedene Engelchöre. Der 9. Engelchor ist vertreten durch den Altar für den heiligen Michael im Westen der Kirche. Die Architektur dieser Emporenanlagen hat etwas Herrschaftliches. Sie ist verwandt mit maurischer Architektur. Ein Moslem, der vor einiger Zeit hier in der Kirche war, sagte, er hätte sich sofort erinnert gefühlt an die Moschee in Cordoba. Gesamteuropäische Einflüsse, so kann man sagen, haben hier also eine Rolle gespielt. Ein herrschaftlicher Auftritt und eine wundervolle Architektur, die sich, wie gesagt, hier im Osten der Kirche besonders gut genießen lässt. Auf einem Hügel gegenüber dem Domhügel hat Bischof Bernward seine Michaeliskirche gebaut. Im Äußeren gleicht sie dem Bildnis einer Stadt, wie wir es aus der damaligen Zeit, dem 11. Jahrhundert,
auch von Stadtsiegeln kennen. Eine Dreiturmanlage, sowohl im Osten wie im Westen, insgesamt also 6 Türme. Man hat sie bis heute auch gerne als Gottesburg oder auch entsprechend der Weihe der Kirche, dem Erzengel Michael und den himmlischen Heerscharen, als Engelsburg bezeichnet. Ich glaube aber, dass das ursprüngliche Bild, das für die Menschen damals auch lesbar war, tatsächlich die der wehrhaften Stadt war. Natürlich Erinnerung an das biblische Bild von der Stadt Gottes. Mit den 6 Türmen der Kirche kommen wir auch schon in den Bereich der besonderen Zahlensymbolik, die in St. Michael wirksam ist. Bernward hat die ganze Kirche in einem sehr einheitlichen Plan geschaffen, der auf dem Quadrat beruht. Das Quadrat selber ist eine besondere Form. Sie spielt an auf das Weltquadrat, das wir heute auch immer noch kennen, mit den 4 Himmelsrichtungen beispielsweise. Die 4 also als besondere Zahl der Welt. Und dieses Quadrat wiederholt sich im Mittelschiff der Kirche 3-mal. Damit ist der Bezug auf die Zahl Gottes hergestellt. Der dreieinige Gott und die Zahl der Welt, die 4, treffen sich also im Mittelschiff der Michaeliskirche. Die nächste wichtige Zahl ist die 9. Auch sie wird dargestellt im Grundriss der Kirche. Wenn man es etwas im Groben sieht, sind es 9 Quadrate, die diesen Grundriss bilden. Die 9 ist nach mittelalterlicher Lehre die Zahl der himmlischen Heerscharen. Man hat sie in einem frühmittelalterlichen theologischen Traktat in 9 verschiedene Chöre eingeteilt, hat also versucht, diese Heerscharen zu sortieren. Und sie spielt auch immer wieder an bestimmten Stellen der Kirche eine Rolle. Etwa am Sarkophag von Bernward finden wir 9 Engelköpfe, die auch eben keine zufällige Anzahl sind, sondern wiederum auf diese 9 Zahl der Engelchöre Bezug nehmen. Es gibt für die Engel auch 9, ursprünglich 9 verschiedene Altäre in der Kirche, in den Emporenanlagen und im Chorhaupt der Kirche für den Erzengel Michael. Wenn wir bei den Zahlen noch weiterschauen, dann kommen wir auf die 12. Eine besondere biblische Zahl, im Grunde vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel von Bedeutung. Wir finden sie zunächst einmal in der 12-Zahl der Stämme Israels. Wir finden sie dann wieder in der 12-Zahl der Apostel. Und sie spielt auch wiederum eine Rolle in der Zahlensymbolik und Zahlenmystik der Johannesoffenbarung, auch im Vielfachen 144. Die 12-Zahl ist in besonderer Weise aufgenommen in den 12 Säulen, die wir im Mittelschiff der Kirche finden. Sie sollen erinnern an die Säulen, die die Kirche tragen, sind also direkter Hinweis auf die Apostel. Und sie sollen eben uns auch als heutige Kirche daran erinnern, dass auch wir auf diesen Säulen ruhen und sollen uns danach schauen lassen, welche Säulen eigentlich unser Leben heute tragen aus diesem biblischen Geist heraus. Wir sind am Ende unseres Rundganges durch St. Michaelis, am Ende unserer Reise durch Zeit und Raum angekommen. Ich habe Ihnen längst nicht alles zeigen können und so sind Sie herzlich eingeladen, selbst nach Hildesheim zu kommen, sich ein Bild zu machen und insbesondere auch diesen Raum und seine wunderbare Harmonie zu erleben. Bischof Bernward und seine Zeit waren davon überzeugt, dass diese Harmonie uns direkt verbindet mit dem Schöpfer. Das wichtige Wort dazu steht in der Weisheit Salomos, wo es heißt:
Du Gott hast alles weise nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Kommen Sie nach Hildesheim, erleben Sie selber diesen Bau.